Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von World of Warcraft. Ja, ich bin hier mit meinen Schamanen, Taurin-Schamanen. Ja, wir haben die Quest mit dem Bergbummerbelt abgeschlossen. Dann haben wir, so, nächste Quest. Ich lese es vor. Die Kampfeber. Krull Hawkwind im Camp Narache möchte, dass ihr für ihn Kampfeber tötet und ihm 8 Kampfeber Schnauzen und 8 Kampfeber Flanken bringt. Die Kampfeber der Dornrankenklamm im Osten sind in unser Stammesjagdterritorium eingedrungen. Sie wurden von den Borstennackenstachelebern, mit denen wir uns im Krieg befinden, abgerichtet, niederträchtig zu sein. Tötet diese elenden Kreaturen und bringt mir ein paar ihrer Schnauzen und Flanken, damit wir daraus einen Eintopf für unsere Jungen zubereiten können. Ja, sehr gut. Dafür kriegen wir eine Nomadenweste. Oh, sehr cool. Also machen wir das. Die Kampfeber. Ja, Leute, ihr könnt mich ruhig disliken und deabonnieren, ist mir egal. Ich habe hier einen kleinen Schummler eingebaut und zwar habe ich diese Mod genommen, dass man hier das alles sieht. Es tut mir leid, da gibt es aber auch einen Grund dafür. Ich bin leider Gottes extrem schlecht, was Himmelsrichtungen angeht. Und deshalb die Hilfe. Also in der Map sieht man dann die Fragezeichen, die Rufzeichen, wo alles ist. Ja, ist so. Wenn es jetzt nicht mehr gefällt, dann bitte, ciao. Leute. Ja, ist egal. Also, es ist nur, ja, es ist eh, es soll jeder dieses Spiel WoW zocken und alle Spiele so zocken, wie er möchte. Auch Österreich ist so wie Deutschland ein freies Land. Ja, gut. Wir werden hier wieder eine Quest annehmen. Die Ah, werde ich ich jetzt einfach habe es annehmen und mir erwartet. nachher durchlesen. Ebenfalls annehmen. Ich lese mir Was alles. führt euch hierher? Eh alles, lesen wir eh alles durch. Ich werde jetzt diese Kampfeber machen. Kampfeberschnauze. Die befinden sich auf der Map. Kampfeber finden sich hier auf dieser Map. Wo bin ich gerade? Hier drüben. Gut. Dann muss ich hier rüber gehen. Ich hoffe, dass ich die finde. Ich habe hier meinen Tee und es passt genauso zum Spiel dazu, denn hier. Vor der Horde, liebe Leute. Vor der Horde. Meine Tasse. Mit meinem Tee drin. So, Kampfeber. Das ist kein Kampfeber, oder? Na, eben ein Schreiter. Okay. Ja, ob ich diese Folge spalten muss, weiß ich nicht. Da ich 16 Stück von allen brauche. Also 8 Stück pro. Kampfeber. Das heißt Kampfeber Schnauze 8 und nochmal 8 Kampfeber Flanke. Ja, hier drüben, da bin ich jetzt eh auf dem richtigen Weg, oder? Ja, genau. Passt. Hier drüben kann ich eine Quest abgeben. Eine bescheidene Bitte. Häuptling Hawkwind möchte, dass ihr seine Mutter beim Brunnen südöstlich vom Captain Ratsche sucht. Ah ja, genau. Das ist sie. Dann nehmen wir gleich das mit. Ich bin Level 3. Im Moment. Was führt euch hierher? Wer die ersten zwei Folgen verpasst hat, einfach nachschauen, ist kein Problem. Ihr seid so weit gereist. Ja, also, ihr seid so weit gereist, nur um einer alten Frau zu helfen? So, ihr glaubt, ich brauche einen Bewahrer? Ja, wir bekommen nur lächerliche 17 Kupfer. Egal, aber Wir sehen Erfahrungspunkte. uns wieder. Die Quest Reden annehmen. Ich mit der lese mir sie Führerin, schon, ich Mutter. lese sie mir schon durch, die ganzen Quests mit euch, aber erst dann, wenn ich sie mache. Ja, ganz einfach. Ich glaube, ich besser. Also ich nehme es alles mal an. Was geht? Wie spät haben wir? 13 Uhr haben wir es jetzt in Echtzeit. So, da ist ein Kampfeber. Yeah! Stufe 3 Wildtier. Jawohl. Sehr genial. Ja, heilen kann ich mich leider nicht. Also ich habe noch keinen Heilzauber. So, der ist einmal erledigt. Kampfeber Flanke haben wir schon einmal. Da werde ich auf jeden Fall hier die ganzen Eber machen. Ah, ich habe keine Mana mehr. Warum tue ich das?
Ja, keine Mana mehr. Dann schlag ich mit diesem Beil hin. Da komm doch! Ja, der ist erledigt. CS Stockfleisch. Haben wir irgendwas im Inventar? Ja, alles voll, Leute. Ja, diese gebrochene Fangzähne. Schwere Rüstung brauche ich nicht. Ist ja eher für den Krieger gedacht. 5 Rüstung Füße. Ja, ziehen wir an. Verdorbene Pelz kann ich eigentlich hier reingeben. 4 Rüstung Handgelenke. Ah nein, da haben wir 15 Rüstung. Ist besser, dass ich das behalte. Stoff 3 Rüstung, 19 Rüstungteile. Na, dann werde ich das behalten. So, gehen wir weiter. Nächster Kampfheber. Du entwischt mir nicht, Kollege. Lieber Kampfheber. Ist der Sound ein bisschen zu leise? Ich muss den Sound ein bisschen lauter stellen. Bei mir kommt er ein bisschen zu leise vor. Ja, ein bisschen Mana sparen. Den kloppe ich jetzt nochmal so weiter. Der ist ja nicht so stark. Ja, zweimal hintereinander parieren ist doch logisch. Ach, Leute, Kampfheber, Kampfheber, Flanke 2 und eine Kampfheber, Schnauze. Ja, dann werden wir weitermachen. Die Kampfheber. Ja, die Mana gehen sehr schnell weg. Zack und bam, das war's. Einmal mit dem Beil hin. So. Gut. Ein bisschen warten. Sehr gut, jetzt können wir. Das müsste ich ausgehen nochmal. Damit uns nicht zwei zu nahe kommen, locke ich den jetzt einmal her. Ja, Leute, wir haben einen Gamer, wir haben eine Gamer-Seite, der Sebi und ich. Crazy Sebi blende ich hier ein. Besucht den Crazy Sebi mal. Und den, wir haben eine Gamer-Seite, in dem man, in dem wir Leute auch gerne aufnehmen, die Let's Plays reinstellen. 16 Rüstungfüße. Oh, na bitte, top. Haben wir neue abgesplitterte Hauer. Ich habe keinen Platz mehr. Ich hätte vorher auf jeden Fall einmal aufräumen müssen. Mein Inventar. Meinen Rucksack, ne? Ja, also wir haben eine Gamer-Plattform. Also eine Gamer-Plattform. Eine Gamer-Seite. Auf Facebook. Diese blende ich jetzt ein. Und besucht uns, tretet bei. Wir heißen Gamer Community Deutschland Österreich. 17 Rüstung Hände. Ha! 17 Rüstung Hände. Ich glaube, die Hände haben wir nichts, jawohl. Warte mal. Das ist das gleiche wie das. Ja, brauchen wir nicht. Also, besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Demnächst wird es auch eine Webseite von uns geben. Vom Crazy Sebi und mir. Wo wir gemeinsam Let's Plays raufladen. Livestreams machen. Miteinander zocken. Ja. Gewisse Projekte sind am Start. Minecraft. World of Warcraft. Und natürlich Battlefield 3. Also nur so mal erwähnt. Ja, genau. So. Dann werden wir auch diesen Kampfheber erledigen. Erlegen. Ja. So. Mana ist weg. Das heißt, zack. Abgesplitterter Hauer brauche ich jetzt nicht. Ich brauche nicht mehr viel. Hier haben wir noch einen Kampfheber. So Krampf.
So, der ist einmal, ja, keine Mana mehr. Zack. Und erledigt. Ja, Inventar ist voll, brauche ich ja eh nicht. So, ich habe 5 Kampfeberschnauzen, 6 Kampfeberflanken. Ich hoffe, dass das mit der Zeit ausgeht. Also das werde ich noch fertig machen, diese Quest. Ich werde natürlich auch WoW livestreamen auf Twitch. Werde ich immer wieder bekannt geben auf meiner Seite Horsti Gamer auf Facebook. Habe ich auch übrigens. Blende ich auch hier ein. Horsti Gamer auf Facebook. So, da haben wir beides. Ja, eine Kampfeberflanke nur noch. Mein Schamane. Ich mag Schamanen und Priester. Meine zwei ich habe drei Lieblingscharaktere bei WoW. Und zwar einmal den Tauren-Schamanen, einen Trolljäger und natürlich einen untoten Priester. Diese spiele ich alle sehr gerne. So. Gut, das ist der letzte Kampf über. Ich hoffe, dann können wir das abgeben. Hier haben wir auch noch eine unvollendete Aufgabe. Also. Eine unvollendete Aufgabe ist auch fertig. Zack. Und Level 4, Leute. Level 4. Und ich bin fertig. Wir geben ab. Gott sei Dank hat mich da jetzt nicht gesehen. Wo bin ich hier? Ja, ich gehe hier zurück. Ja, passt. So, wir gehen zurück und dann geben wir ab. Entdeckt Kodofels. Cool, wir sind Level 4 aufgestiegen. Ja, yeah, Baby. So. Kampf, unvollendete Aufgabe. Was ist das? Bringt das Bündel Felle zu Gastwirt Kaut in Bloodhoof. Ja, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ist mir auch egal, das ist weiter weg. Das heißt, das wird die nächste Ebene sein. Hier drüben ist das Dörfchen, mein Camp Narace. Ja, ich befinde mich jetzt, also das ist Folge 3. Die vierte Folge wird auch bald kommen. So, hier drüben geben wir ab. Und dann war's das. Mit dieser Folge 3 haben wir wieder eine Quest fertig gemacht. Da haben wir noch einige Quests in diesem Bereich im Camp Narace. So, hier haben wir den Hawkwind. Grull Hawkwind. So. Friede sei mit euch. Seid gegrüßt, Horsti Gamer, und willkommen im Captain Ratsche. Ja, das haben wir schon gelesen einmal. Ja, die Aggressivität der Kampfeber nimmt weiter zu. Habt ihr ihnen einen deutlichen Warnschuss verpasst und mir ein paar Schnauzen und Flanken mitgebracht? Natürlich. Sehr gut, sehr eindrucksvoll. Diese Zutaten werden einen feinen Eintopf ergeben. Lecker. Und der Verlust dieser Eber sollte für die elenden Borstennacken eine ordentliche Lektion sein. So, ich werde die Nomadenweste nehmen. Seid vorsichtig. So. Habe ich da eh jetzt? Ja. Lederrüstung, Brust. 33 Rüstung. Perfekt. Gut, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich verkaufen, was das Zeug hält. Ehe wir dann weitergehen. Aber das kann ich jetzt noch machen. Das kann ich jetzt noch machen, Leute. Wo haben wir einen Händler? Ja, hier. So, ich will dir etwas verkaufen. Verdorbenen Pelz weg. Questgegenstand brauche ich nicht. 17 Rüstung, das kann ich weggeben. 5 Rüstung Füße kann ich weggeben mit den Beinen. Weg. Angezupfte Feder. Was war angezupfte? Habe ich jetzt nicht richtig gelesen. 4 Rüstung. Dann Haltbarkeit. Ich brauche einen Rucksack. Gesprungene Eierschalen. 3 Rüstung, ausgefranster Gürtel. Weg damit.
So, das gebe ich hier rauf. Und vielleicht gibt es ja... Reparieren. Ja. Ja. Da gibt es nicht mehr. Großer Holzschild. Habe ich eigentlich eine... Ja. 12 Rüstung. Was hat die? 55 Rüstung. Leute! Ich werde dieses Schild hier einmal rüberziehen, damit ich es verkaufen kann. Weg mit dem. 12 Rüstung. Ich werde mir das hier kaufen. Ja, Leute. Super. Top. Denn ich werde mir das jetzt ausrüsten, dieses Schild. Sehr gut. Das heißt, jetzt habe ich wirklich sehr gut. Sehr gute Rüstung. Also Rüstung. Einen Schild und eine Einhandwaffe. So, liebe Leute, das war's aber schon mit dieser Folge. Bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst mal bitte ein Like da. Das wäre super, wenn es euch nicht gefällt. Braucht ihr keinen Daumen nach unten geben, das könnt ihr euch sparen, weil, Leute, gewisse Sachen kann man sich einfach sparen. Genauso wie Aussagen, man kann sich auch Aussagen ersparen oder sparen, damit man andere nicht beleidigt. Ja, wäre super, wenn ihr einfach das dann nicht schaut und den Daumen nicht nach unten gebt. Aber wenn ihr es macht, kein Problem, ich habe ja eh nichts dagegen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst mir bitte ein Like da. Ich sage wie immer, Game Over. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Und ciao.